Ein fantastisches gelbes Inventar, schönes Profil, Kindheitserinnerung, heute bei Case & Kaffee. Damit einen wunderschönen guten Morgen an diesem fantastischen Mittwoch. Wir gehen direkt rein. Hier sind wir auf seinem Profil, Large 201, Level 91. Profilbild, jetzt wird es pikant. Peach Panther. Ach du Heilige, ist das geil. Pinker Panther war damals meine Lieblingsserie als Kind. Die war so geil. Unfassbar sympathisch und so harmlos irgendwie, aber auch so geil, so viel mit Sprache gearbeitet damals. Unfassbar schön. Es ist doch immer wieder schön, dabei zu stehen und zuzusehen, wie andere etwas vollbringen. Und sei es nur das Pinselschwingen. Favorite Game, natürlich Counter-Strike. Knapp 700 Stunden am Start. So soll das sein. Gehen wir mal weiter runter. Badge Collector, die sehen allesamt wunderbar aus. Rarest Achievement Showcase. Hier sieht es aus nach Golf with Your Friends und Forza Horizon 5. Schickes Game. Ebenfalls auch Escapist. Äußerst interessant. Item Showcase. Jetzt wird es pikant. Und zwar eine wunderschöne Sammlung von Tiger Tooth Knives. Da gehen wir natürlich gleich rein. Ebenfalls auch gelbe Skins. Bin ich ja Fan von. Das wird äußerst spannend, meine Freunde. Ansonsten ein weiteres Item Showcase. Ein dezenter Fan von Crimbo von Big. Sehr schön. So gehört sich das. Steam Jahr 2023, 21 Games gespielt, knapp 2000 Sessions. Das ist lächerlich viel. Für 365 Tage, knapp 2000 Sessions. Das passt irgendwie nicht so ganz. 6 neue Games, 115 Achievements, ganz viel dabei. Counter-Strike, sehr schön. Gehen wir ein bisschen weiter runter. Rocket League natürlich ebenfalls am Start. Baldur's Gate 3, das wurde gesuchtet. Alles andere als verkehrt. Kommentare, ein einzelner. Positive Reputation. In der Lieferung, das ist schick. Gehen wir hoch. Gruppen, einen Common. Natürlich Lapyrus Fest, meine Freunde. Wie soll es denn anders sein? 523 Mitglieder. Gerne mal alle reinkommen. Link ist in der Beschreibung. Damit kommen wir zum heiß ersehnten Inventar. Denn hier geht es ab. Knapp 6000 Euronen. Hier sehen wir schon direkt Banger. Natürlich, wir gehen mal ein bisschen chronologisch durch. Wir fangen mal ganz oben an. Butterfly Knife, Tiger Tooth. Schick, was denn sonst? Ach du Heilige. Wir klären erstmal die Gloves. Sport Gloves Omega. Unfassbar schick. Das natürlich geile Kombination mit den Tiger Tooth Messern. Hier Butterfly. Was soll man sagen? Natürlich ein Messer der Begierde. Was denn sonst? Butterfly Knife, Tiger Tooth ist meiner Meinung nach mit das geilste, was du haben kannst. Ehrlich. Ist vielleicht unpopular opinion, aber Butterfly Knife, top tier. Finde ich auch geiler als Doppler. Finde ich geiler als Marble Fade. Normales Fade, da lasse ich noch mit mir reden. Normales Fade Butterfly, das kann einiges. Aber ein schönes, saftiges Tiger Tooth? Krass. Wirklich krass. Navaja Doppler, ein Ruby. Eines der ersten, was wir hier, glaube ich, auf dem Kanal haben. Vom Navaja selbst bin ich kein Fan. Damit holst du mich nicht ab. Aber Ruby ist ein Ruby am Ende des Tages. Und das ist natürlich geil. Kommt auch hier trotzdem mit den Omega Gloves sehr gut. Wir gehen weiter. Der erste Skin, der erste Waffenskin, eine AK Asimov in Statrek Factory New, Rang 174. Das ist eine Ansage. Dazu passend drauf, Navi Holos von Paris. Das kommt gut. Das kommt sehr gut. Nächstes Messer, ein Ursus Knife in Tiger Tooth. Ursus holt mich ebenfalls nicht so ab, genauso wie das Navaja. Aber ich meine, wir haben ja auch einen Butterfly. Im Prinzip ist jetzt alles, was kommt, ein netter Bonus, der eigentlich gar nicht mal so wirklich nötig ist. Das ist wie 7 Autos haben, wovon du eigentlich eins liebst und der Rest ist halt so, ja okay, nehme ich halt mit, weil es geht anscheinend. Huntsman Tiger Tooth, das hatte ich selber, das war eine schöne Zeit. Denke ich gerne dran zurück, Huntsman Knife Tiger Tooth, unter anderem der Sponsor von Case & Kaffee, eine lange Zeit gewesen. Das ist schick, das freut mich. Eine AK Case Hardened, jetzt bin ich verwirrt, hier steht Pattern Tier 4. 835 habe ich gerade in der Vorbereitung, weil ich natürlich gesehen habe, dass hier eine AK Case Hardened auf uns wartet, mal ganz kurz gecheckt. 835, was das für ein Pattern ist. Habe ich in keiner Tierlist gesehen, aber eventuell Tier 4 dementsprechend. Schauen wir uns mal genauer an. Ja, das ist ein Gold Gem. Alles klar. Und was für einer? Also, die ist Gold. Holy Smokes, die ist richtig Gold. Bin ich ja Fan von. Gold Gems kommen in CS2 ja so ein bisschen auf dem Trend. Generieren ja gerade sowas wie eine kleine Fanbase. Finde ich ganz geil. Gehört auf jeden Fall dazu. Wer blau sagt, muss in diesem Fall auch Gold sagen. Gehen wir weiter. Falchion Knife Tiger Tooth. Ebenfalls schick. Falchion Knife, das erste Messer, was ich gezogen habe in Freehand. Das hätte ich natürlich gerne getauscht. Aber ich muss auch ehrlich sagen, so ein Falchion Knife, da war ich anfangs nicht so der Fan von. Natürlich. Aber mit der Zeit, da gewöhnt man sich dran. Das findet man geil. Das ist schick. Das hat viele schöne Details.
das lernt man lieben. Ich sag's, wie es ist. Wir haben schöne Nox in Battlesguard und die sind schwarz. Hier jetzt meine Frage, was genau soll denn damit gespielt werden? Denn die Tiger Tooths sind es höchstwahrscheinlich nicht. Genauso wenig eine schöne AK Fuel Injector in Field Tested. Ebenfalls mit Paris 2023 Holos, diesmal aber Signatures am Start. Das ist edel. Auf jeden Fall. Eine schöne AWP Wildfire, ebenfalls da. Eine bezaubernde StatTrak USPS Orion in StatTrak FN. Alter Falter, nur ein Kill, was ist denn da los? Das ist ja skandalös. Orion, unfassbarer Traumskin von mir, kommt auf jeden Fall noch ins Loadout. M4A1 Golden Coil, Banger. Absoluter Banger. Wurde zu den späten Zeiten von CSGO schon mal geupdatet, jetzt aber in CS2 nochmal geiler. Als die damals rauskam, das war ein hässliches Endline. Die war nicht schön. Die ist auch nicht gut angekommen im Game, die wurde nicht gut aufgefasst. In CS2 absoluter Gamechanger. Geiles Ding. StatTrak MP7 Nemesis, 716 Kills. So, und jetzt mein Lieber, erklär mir mal bitte, wie du auf einer USPS Orion einen Kill haben kannst, aber mit einer MP7 700. Nicht schlecht. Eine wunderschöne M4A4 Buzzkill in FN ist ebenfalls am Start und auch ebenfalls Navi-Sticker hier in Paper. Passt aber, muss ich sagen, auch natürlich zur Waffe und natürlich auch zu den Gloves. Das ist hier ein Loadout. Ein Theme, ein Thema, was hier durchgezogen wird, das gefällt mir sehr. Genauso auch Scout Dragonfire, das ist geil. Hier Spezialität Complexity Gaming, jeweils 4 verschiedene Sticker. Auch mal was. Gleiches Logo, gleicher Sticker, aber 4-mal verschieden. Bin ich hier in dem Fall nicht ganz Fan von, das sieht hier doch ein bisschen wild aus. Aber den Ansatz, die Idee, finde ich alles andere als verkehrt, denn wieso mal nicht? Schöne Marinas Dual Berettas, sehr alter Skin, kommt aus der Winter Offensive Collection, das ist eine Weile her. Auch in FN, die kostet ein paar Taler, nicht schlecht. Sieht man sehr selten. Was man häufiger sieht, ist eine P90 Asimov. Hier natürlich Fnatic Sticker, absoluter No-Brainer. Was ich hier sympathisch finde, der Chief. Natürlich der Master Chief, der eine einzig wahre. Finde ich schick, gefällt mir sehr, sehr sympathisch. Halo, ja, eine fantastische Spielereihe. Lege ich jedem wärmstens ans Herz, der Shooter mag und eine geile Story, vor allem eine spaßige Story, das ist ja so das Hauptding bei der Halo-Serie. Einfach eine geile Geschichte zusammen mit einfach ganz viel Spaß. Etwas, was man heutzutage in der Form gar nicht mehr so findet, meiner Meinung nach. Denn die meisten Games, die heutzutage rauskommen, scheitern daran, überhaupt fertig zu sein. Leichter Front. Gehen wir weiter zu einer Auk-Tork, ebenfalls in StatTrak, 700 Kills. Ey, was ist denn hier los? Mac-10 Discotheque haben wir schon mal gesehen, sehr schick, hatte ich nicht auf dem Schirm, gefällt mir sehr. Eine Galil Chatterbox in Battlesguard, ah ja, wieso denn nicht, gelb ist gelb und das gehört hier rein. Nova Sobex Bites, ein Skin aus der Anubis Collection. Das ist wichtig, denn Anubis Collection, ich sag's immer wieder, absolut geile Dinger, die da drin sind. Natürlich auch alle in diesem Thema von Anubis, das ist natürlich klar, aber die Skins, die da rauskamen und auch die Rarity, in denen manche Skins dabei sind, das ist lächerlich. Wirklich, ich sag's in letzter Zeit viel zu selten, die A1 Mudspec, Leute, die kostet 1 Euro. 1 Euro! Das ist absolut lächerlich. Absolut geil, vor allem ist das auch. Wir gehen und nähern uns dem Ende zu. Glock 18 Bullet Queen, natürlich darf nicht fehlen. Und eine Farmer's Roll Cage. Ansonsten ein paar, ich sag mal, Low-Tier-Skins, aber dennoch StatTrak FN P250 Supernova, absoluter Banger. Nach wie vor Breakout Collection, die gehört eigentlich. Alleine schon, weil der so geil ist. In jedes Inventar. Nicht unbedingt ins Loadout, dann wird's ja auch langweilig. Aber wieso nicht? So eine Supernova, das ist einfach geil. Das ist ein Klassiker. Unfassbar schön. Eine Glock 18 Royal Legion. Ebenfalls StatTrak. Field tested, gar keine Kills. Das sehe ich gerne. Royal Legion, einfach kein schöner Skin. Da ist natürlich die Bullet Queen. Auch wenn ich sie nicht mag. Geiler. Ganz knallhart. Tech 9 Avalanche. Natürlich auch eine CZ Tigris. Oder auch eine Krieg Tiger Moth. Unfassbar geile Skins. Schönes Thema, komplett gelb gezogen, gefällt mir sehr. Bin ich Fan von. Storage Units, haben wir hier irgendetwas Interessantes? Was haben wir hier denn, was finden wir hier denn? Paris 2023, 32 Items, das ist ein bisschen wenig. Waffenkeller, knapp 340 Stück. Aufwertungsmaterial, 40. Graffiti auf näher 32. Sticker, knapp 1000. Das ist interessant. Was befindet sich da drinne? Abschluss mit mein Lieblingsmusikkit, was wir in diesem Spiel haben. Halo Master Chief Collection, absolut geil. Natürlich, sehr sympathisches Inventar, gefällt mir sehr. Loyalty Badge natürlich am Start. 10-Jahres-Coin ebenfalls da, genauso wie die 5-Jahres-Coin. Unglaublich. Sehr schönes Inventar, starkes Loadout. Natürlich Knives bis zum Abwinken. Absoluter Overkill nach dem Butterfly.
Das ist schon mehr als genug. Auf allen Skalen. Wirklich. Dazu geile Gloves. Absolutes Highlight. Und die Gloves natürlich passend mit beinahe jedem Skin. Mein Lieber, absolutes Trauminventar. Muss man sagen. Gerade ich als jemand, der Gelb sehr mag. Absolut geil. Dazu ja auch noch das Profilbild. Pinker Panther. Meine Güte. Was ein Ding. Geil. Damit kommen wir zur Case. Chroma soll es heute sein. Die Blues und die Purples finde ich nicht so geil. Bei den Pinks geht's aber los. Hier die Kartell, bin ich nicht so Fan von. Aber CS2, da kam ein Upgrade mit. Und was für eins. Die sieht schick aus. Die Dragon King. A4, absoluter Banger. Absolut underrated, gefällt mir sehr. P250 Muertos, nicht ganz mein Fall. Aber lasse ich gelten. Von den drei Pinks, meiner Meinung nach das schlechteste. AWP Manowar. Sah in CSGO furchtbar aus. Sieht meiner Meinung nach auch in CS2 furchtbar aus. Gar nicht mein Stil. Was interessant ist, weil ich die Prinz sehr mag. Aber die Manowar, die tut's mir gar nicht an. Aber die Galil Chatterbox haben wir gerade eben gesehen im Battlesguard. Hier natürlich FN Statrack. Man darf ja träumen. Die wäre schick. Galil Skin. Bin ich mir gerade gar nicht sicher, was ich da am Start habe. Und das ist kein gutes Zeichen. Alternativ die Golds. OG-Messer. Wir reden hier über M9, Bayonet, Karambit, Flipknife, Gutknife. Mit den Finishes, die wir auch gerade gesehen haben. Tiger Tooth unter anderem. Und da muss ich ehrlich sagen, so ein saftiges Bayonet Tiger Tooth. Boah, das wäre schmackhaft. Damit gehen wir mal rein. Alternativ auch am Start. Marble Fade, Damaskus Steel, Rust Coat, Ultraviolet. Schöne Dinger. Ein Pink. P250 Muertos, gerade gesagt, dass er, ich sag mal, schlimmste in Anführungszeichen von den dreien, die wir hier zur Verfügung haben. Dennoch nehme ich die natürlich mit und vor allem, die Condition sieht sehr gut aus. Die ist ja hier beinahe flawless. Hier oben hat es ein bisschen was, aber hinten ist sehr clean. Ein bisschen was an den Iron Sights. Der Griff ist clean. Die ist richtig clean. Das ist ein richtig starkes Factory New. Ganz knapp 0775. Ganz knapp an FN vorbei, das ist Minimal Wear. Hier sehen wir es auch noch ein bisschen. Ein wenig schade, aber dennoch. Minimal Wear Pink, das ist ein schöner Pull. Auf jeden Fall, da machen wir auch mal seit langem mal wieder einen provisorischen Preischeck. So, was haben wir hier denn? Ei, das ist doch ein wenig schmerzhaft. Unter 5 Euro, das ist schon ein bisschen hart, ne? Muss man ehrlich sagen. Ziehst du einen Pink in guter Condition und dann ist es vielleicht gerade so Case und Key wieder zurück. Das ist schmerzhaft. Aber schön ist er, muss ich sagen. Gefällt mir sehr. Das ist doch mal geil. Ein schönes Opening, ein schönes Profil, ein schönes Inventar. Damit, meine Freunde, verabschiede ich mich für heute. Wünsche euch einen wunderbaren Start in diesem Mittwoch. Ganz viel Erfolg bei dem, was ihr heute tun werdet. Und wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin.